Hallo Leute und willkommen zu meinem ersten CSGO Overwatch Video. Bei Overwatch, für all diejenigen, die es nicht kennen bzw. nicht wissen, was es ist, handelt es sich im Grunde um ja eine Selbstregulierung von CSGO gegenüber Hackern. Das ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, heißt nichts anderes als dass, wenn ihr mehrfach von anderen Spielern gemeldet worden seid wegen Hacken, wegen scheiß Spielverhalten und so weiter und so fort, dann werden eure Spielvideos an andere Spieler gesendet, anonymisiert. Das heißt, wir werden da gleich keine richtigen Namen sehen, damit kein Spieler identifiziert werden kann. Und wir müssen dann eben entscheiden, ist diese Person am Hacken, hat sie sich asozial verhalten oder ähnliches. Das kann ab und zu etwas knifflig werden. Häufig sind es schlicht und ergreifend, ja, im Grunde passiert dann nichts, da wird dann vorsichtshalber einmal gemeldet und es ist sehr, sehr, doch relativ selten, also nicht sehr, sehr selten, aber schon relativ selten, dass man wirklich einen ganz massiven Hacker da zu sehen bekommt. Aber gut, fangen wir doch einfach mal an. Herunterladen, ach, ich vergesse das andauernd. Dass man das nicht sofort sehen kann. Schade drum. Nun gut, ich habe mir das jetzt schon zwei, dreimal, ja, angesehen. Overwatch jetzt im Allgemeinen, natürlich nicht dieses Video. Und ich hoffe einfach mal, dass es interessant wird. Kann auch tatsächlich sein, dass wir jetzt gleich einfach ein Gameplay von jemandem zu sehen bekommen, der überhaupt nichts macht, der einfach vielleicht auch ein guter Spieler ist. Man weiß es nie. Na komm, der letzte Zentimeter dauert ungefähr 10 Minuten, meistens weniger. Mal schauen, auf welcher Karte. Momentan sind vor allen Dingen für die neue Mission sehr viele Karten mit dabei. Spieldaten werden abgerufen. Ach, Office. Alles klar. So, the suspect ist unser Verdächtiger. Okay. Ich habe einen Röntgenblick schon erstmal drin. Okay. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Verdächtig nach Wallhacking. Sehr verdächtig sogar. Okay, das könnt ihr jetzt gemerkt haben. Er geht wieder zurück. Also er schaut die ganze Zeit durch die Wand auf die Personen. Und sofort abgeaimt. Nächste Runde. Gleiche Taktik. Er wirft keine Granate. Er wirft. Und ja. Ganz eindeutig. Und wieso kriegt jetzt der andere schon wieder den Kill? Was habe ich jetzt gerade. Okay. Natürlich. Ja, also wir haben es hier. Kein Aimbot, kein Triggerbot. Dafür ist das alles ein bisschen zu langsam. Doch eher menschliche Reaktion. Aber dieses perfekt um die Ecke laufen im Smoke. Ey, das ist sowas von klar Wallhacking. Er läuft mit. Er läuft mit Granate um zwei Ecken. Und jetzt gibt er ihm erstmal durch den Smoke. Ja. Also der kann die Leute durch die Wände sehen. Ganz klar. Da hat sich irgendjemand das Review nochmal angesehen, wahrscheinlich hinterher, und hat dann gesagt, ey, das geht gar nicht. Vielleicht haben sie es auch schon während des Spiels gemerkt. Aber er läuft mit angeschlagener Granate da um zwei, drei Ecken und ja, und jetzt erstmal schön durch Smoke geholt. Ja, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Einwandfreier Hacker. Einwandfrei. Aber ich glaube, der hat einfach ein super Mikro. Bä.
Bam, voll auf die Fresse. Ja, mal schauen, ob wir da noch ein paar schöne Szenen bei rumkriegen. Und er läuft wieder seine gleiche Strecke. Wie bereits dreimal zuvor. Oh. Oh. Hm, was macht er jetzt? Und er wartet. Oh, das ist super. Er wartet, dass er um die Ecke kommt, dann... Ja, sicher. Und bereits Pre-Aim. Wie, es hat er nicht gepre-fired. Das wäre ja noch schöner. Und... Wo läuft er lang? Also dafür, dass er eine Wallhack drin hat... Und durch die Smoke geholt. Ja, sicher. Und er weiß sofort um die Ecke. Zack, nächster Headshot. Eieieiei. Und zack. Ich schalte mir gerade den Röntgenblick ab. Sehen wir jetzt noch die letzte Runde? Die vorletzte meine ich natürlich. Nee. Runde 29? Bin ich jetzt. Ach klar. Ab und zu habe ich auch einen Knoten im Hirn. Okay, mal schauen. Und. Hm? So müsste es normalerweise sein. Oh, knapp bemessen. Ja, der hat Wallhack an und wollte gerade noch einen erwischen. Oh, schön. Ich hoffe ja wirklich, dass das Terror-Team das hier noch gewinnt. Das ist eine Hostage-Map. Das heißt, die beiden Terrors sollten jetzt ein bisschen deaf bleiben. Kommt schon, kommt schon. Holt wenigstens unentschieden gegen die Terrors. Ah, fuck. Ja. Ach, schön. Das freut mich. Ich weiß nicht, vielleicht hackt auch jemand im anderen Team. Das ist jetzt für mich nicht gerade ersichtlich. Aber ich finde es schön, wenn so ein offensichtlicher Hacker hier dann doch noch einen auf die Mütze kriegt. Und bumm. Zack, gleich nochmal einen durch den Smoke geholt. Sichi. Ja, erstmal gegen die Wand feuern. Aber der spielt die Map häufiger. Schade. Unentschieden. Wäre schön gewesen, wenn sie das jetzt noch geholt hätten, aber... Naja. Zielhilfe hatte er nicht. Sichthilfe ganz eindeutig. Anderweitige externe Hilfe, ja, im Grunde... Ich denke mir, er hatte nur Wallhack drin, nach Trigger sah es mir jetzt nicht aus. Störung, Spielbehinderung kam auch nicht, aber Sichthilfe, ganz klipp und klar. Urteil abgeben. Alles klar, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vielleicht mache ich das in Zukunft mal ein bisschen häufiger. Bis dahin.